Hi. UDTR, Spieltag 2. Diesmal mal ein bisschen mehr Zeit. Es geht gleich los. Kämpfe um 8. Also jetzt in ein paar Sekunden, denke ich mal, ist jetzt 59. Und ja, heute geht's dran gegen Kamike. Spoiler, wir haben letzten Spieltag gewonnen. Ich sag mal gewonnen, um das Humana zu betiteln. Und kann ich jetzt nicht sagen, welchem Stand wir sind, weil während ich den Kampf jetzt hier kämpfe, den Spieltag 2, mache ich dann. Warte mal, ich muss mal kurz einen Cut machen. Ja, da bin ich wieder. Irgendwas mit meinen Katzen. Da hat gerade einer von meinen Katzen an die Tür gekratzt. Warum auch immer. Ja, ich bin gegen Kamike. Wir haben mit, zeige ich euch gleich. Drückt mal auf Beginnen. Kampfen. Ich hoffe mal, dass es jetzt losgeht. Und machen wir Paradiesschutzprotokoll. Das ist Musik. Ich höre das eh nicht, also von daher. Und ja. Ihr seht mein Team da. Wir haben ja, Fürster Vostelka. Im Sinne von ja, Fürster Vostelka. Hab so viel Death reingepackt, sodass ich halt zwei Hits lebe von dem Fisch, den er hat. Wir haben hier Life Orb Bojelin. Natürlich ohne Regen, dadurch haben wir halt Water Whale, also Aquahülle, sprich, wir können halt nicht geburnt werden, das ist gut. Falls er irgendwo Willubis spielen sollte, ich glaube, Flammkörper hat er nicht. Oder halt, falls uns halt ein Feuermove uns burnen sollte im Endeffekt. Und ja. Der böllert eigentlich auch ohne Regen relativ gut durch, da kann man eigentlich nichts sagen. Dann haben wir Didi Dragon, Dragonite, Dragoran. Mit minimalen Bulk, also wir haben 84 HP Investment, 4 jeweils in den Def-Werten, haben dafür nicht Full Attack und auch nicht Full Speed, weil ich auf plus 1 halt gekalkt habe, dass ich halt so gesehen eigentlich alles two-shotte. Oder zumindest auf plus 2 two-shotte ich mindestens alles oder one-shotte sogar. Daher sollte das kein Problem sein. Dann haben wir Mixed Death eher auf der speziell defensiven Seite, aber eigentlich nimmt sich das nichts, weil wir halt noch Bedrohung spielen und es geht. War nicht erfolgreich, okay. Ja, dann ist nicht so schlimm. Da haben wir halt Mixed Death eigentlich wegen Bedrohung und AV. Taros, ja, Taros, ja. Und der ist dazu da, um auch seinen Fisch ein bisschen zu handeln und noch ein, zwei Mons irgendwie zu covern dahingehend oder zu Softchecken. Ich glaube, der Chio, wenn ich mich nicht täusche. Ja, der müsste Chio haben. Also Juju. Den Fisch von den vier, von dem Quartett da. Ja, genau. Der soll den Fisch ein bisschen aufhalten. Und dann haben wir eher Fistef. Brillschweif im Sinne von eigentlich nur für seinen Lycanroc Dusk. Der ist auch noch ein bisschen gefährlich und zu guter Letzt haben wir noch Band Libalo. So. Ich frage ihn mal, ob los hingehen kann. Und ja, dann werde ich mal jetzt auch noch mal jetzt gleich suchen. Nochmal. Kampf. Team habe ich hier drinne. Meine Intention ist dabei, eigentlich vieles mit Fortress, oder zumindest ein, zwei Sachen zu paran dahingehend und halt, sodass ich halt so oder so schneller bin mit Libalo und Floatzel, dass ich nicht unbedingt Setup rauskriegen muss für Dragoran. Aber sonst sollte das eigentlich klappen, meiner Meinung nach. Ja, dann würde ich jetzt erstmal einen Cut machen. Bis der Kampf dann halt läuft, wa? Also, bis gleich. So. Denn jetzt los. Wenn er ist. Ja, das ist er. Gut. Wir sehen. Scherox. Wir sehen den Fisch. Nein, den ist Fisch, der ist Barakiefer. Voltrian. Er hat gefühlt einen Anti-Rain-Kader, meiner Meinung nach, und er hat das genauso mitgenommen.
Er hat Toxiquark, Butalanda und Gio. So, was machen wir? Haben wir jetzt nicht mehr viel Zeit? Was ist am sinnvollsten jetzt eigentlich raus, mit welchem rauszuwechseln? Er kann eigentlich mit Scissor leaden, er kann mit Voltran leaden, um halt einfach mal Voltswitch zu drücken, meiner Meinung nach. Und wir müssen halt sofort in unseren Defensiven antworten. Aber ist gut, ich gehe einfach mal, ich leade mal mit unserem Hoppel. Also, Libalo. Und, machen erstmal kurz Druck und hoffen, dass er halt kein schnelles Mon bei hat. Und drücken dann einfach erstmal U-Turn. Oder sowas. Wenn ich ballern war, den noch gleich weg. Das Gute ist, er hat das schlimmste Mon auf jeden Fall nicht mit. Also, das schlimmste Mon hat er mit, aber ich meinte halt dahingehend, Dings hat er nicht mit. Lycanroc. Also, Valbrook, Dusk, Zwielicht. Den hat er nicht mitgenommen. Das ist gut. Oh! Ist ja ein tolles Stadion. So. Voltran, ja, das habe ich mir schon so ein bisschen denken können. Weil das Ding ja ein bisschen schneller ist, würde ich jetzt erstmal gerne probieren, da rein zu gehen. Er wird Volt wechseln, keine Frage. Aber in. Ich kann rein theoretisch in, wenn er jetzt in Cherox geht, in Dings raus. In meiner Walnuss. Ja. Wechseln wir raus. Er weiß noch nicht, dass wir banned sind. Er drückt jetzt wahrscheinlich Voltwechsel, können dahingehend wahrscheinlich ein bisschen kalken. Voltwechsel. Was? Okay, warte mal. Screamtail. Wo war denn hier? Der Headbanger. Achso. Kilowattrill, Rain Street war als Beispiel. Level 50. Und Switch. Wir haben 174, können wir uns merken. Er geht in Butalanda. Das ist sein Terra-User. Da haben wir, glaube ich, auch so ein bisschen was, womit wir was leben können. Und wir haben Feuersturm drauf, um den halt da ein bisschen Schaden zu machen, so ist nicht. Volt Switch, wir haben 174 gehabt, habe ich gesagt, ne? Sind 78%. 78 sind 22, also könnte Modest irgendwie sowas sein. Also ohne Damage boostendes Item. Ich würde jetzt gerne mal einfach mal wird der jetzt Didin oder wird der jetzt gleich Terran? Er hat auf jeden Fall Terras Stahl, das weiß ich. Ich würde mal rein, just for fun, meinen Feuersturm drücken. Er wird jetzt nicht so viel ziehen, aber wir haben zur Not, glaube ich, noch einen Sucker Punch drauf. Er terrat, das ist gut. Den Iron Head sollten wir leben. Auch, glaube ich, jetzt Band's Head, meiner Meinung nach. Und Terra Steel, Iron Head. Er ist Steel. Und oh, Terra Ausbruch, okay. Leben wir, den sollten wir trotzdem leben. Ja, den leben wir. Ist okay. Drücken Feuersturm. Macht 50%. Und müssen natürlich jetzt erstmal raus. Ich würde jetzt gerne in die Walnuss gehen, sicherheitshalber, oder? Die Walnuss. 70 KP. Ja, ist schon physisch. Aber ich denke mal, dass er Flammenwurf oder sowas drauf hat. Deshalb. Ich gehe mal in den Bullen. Sicherheitshalber. Ich kriege ja meinen Dingskopf nicht noch irgendwie aufgeheilt. Keine Ahnung. Vielleicht auch nicht. Um erstmal seinen Angriff zu droppen. Und er wird wahrscheinlich jetzt eine andere Attacke einsetzen. Okay, gut. Terrausbruch ist natürlich gut. Das wird jetzt nicht mehr so viel Schaden machen, das ist gut. Das ist niedlicher Schaden. Wir haben leider sehr schön. Wobei, wir können Nahkampf drücken. Warte mal, wir müssen
Dual Wingbeat macht Beef auf den Bullen. Tauros, unser Bull Aqua ist angelehnt an Bon Aqua, müsste glaube ich eine Wassermarke sein. 50, Intimidate wirkt und Dual Wingbeat macht so viel. Wir würden den halt wegballern. Drücke ich jetzt einfach Nahkampf. Ja. Den sollten wir leben. Er wirft zurück. Okay, er ruft zurück. Stussi, wer ist das denn? Ach, Toxifa. Er kriegt jetzt erstmal einen. Jo, das macht er ja nichts. Ist das Ding defensiv? Ach du heilige Kacke. Er tut wieder Black Sludge. Giftschleim. Pokémon. Dann würde ich jetzt erstmal in den gehen. Und hoffen, dass er physisch angreift. Aber das sieht eher aus wie defensiv, ne? Das war ja gar nichts. Der muss wirklich defensiv sein. Oder? SD. Mhm. Der hat SD, warte mal. Topsy Croak. Junge, natürlich, der ist irgendwie. Oder Full HP zumindest. Und doch, der ist irgendwie defensiv, der kann nicht offensiv sein. Irgendwie so hier, komplett First Death, irgendwie sowas. Ich habe ja gar nichts abgezogen. Dahingehend. Der wird uns, glaube ich, nicht killen da. Ne? Also ich würde jetzt rein, just for fun, mal eine Donnerwelle drücken. Ah. Ich verstehe. Ich wusste gar nicht, dass der Baton Pass kann. Das ist gut, dass wir jetzt eine Donnerwelle drücken, weil alles trifft jetzt die Donnerwelle gut, bis auf Voltrian. Shanks ist wer? Das ist Cherox. So, den haben wir jetzt mal verkrüppelt. Und also die. So. Scizor. Na, Choice Band plus 2. Und Forretress, unsere Walnuss, wird uns nicht killen. Wir sind komplett voll, er kriegt Dingschip. Body Press macht jetzt auch nicht so viel Schaden. Aber wir können rein theoretisch jetzt den Voltwechsel drücken. Wir müssen, glaube ich. Oh, wir sind schneller. Ups, das ist doof. Upsala! Scheiße. Der wird jetzt eigentlich eine Kampfattacke drücken. Oder irgendwie sowas, bin ich der Meinung. Wie viel Schaden kriegt denn der? Screen-Teil kriegt. Ups. Zeit habe ich noch. Weiß ich nicht. Kriegt. Plus Combat kriegt so viel. Wir haben 70 KP. 32 wird uns eigentlich nicht rausnocken. Auf Choice Band, Adamant plus 2. Aeroas. Ja gut, der nimmt uns raus. Ist leider. Ja, ist so. Aeroas. Jetzt können wir rein theoretisch in den gehen und Feuerball drücken. Ja. Patronen macht eigentlich uns nicht so viel. Also schon ein bisschen. Cinderace. Bullet Punch wird uns nicht rausnehmen und wir ballern den halt einfach Feuerball ins Gesicht. Dahingehend. Und der kann halt nur Chio reinrufen. Hallo. Ist der Fisch. Okay.
Junge, der stirbt ja einfach fast. Junge. Der Fisch stirbt einfach. Oh, es ist schade, dass wir uns unseren Rocker jetzt verloren haben. Dadurch fehlt uns jetzt irgendwie ein bisschen Chip. Aber das Gute ist, wir haben Zelemens auf jeden Fall angechippt und wir haben Shirox paralysiert. Alan wird zurückgerufen. In Jinbei. Ist okay. Ist okay. Das ist wirklich okay. Rein theoretisch. Gut, Toxiquark kommt rein, ne? Wir haben Toxiquark. Oh, Bedrohung ist scheißegal. Rein theoretisch können wir auch dann in Dings reingehen, wenn er das gleiche vorhat. Deswegen würde ich eigentlich mal meinen, ruhig mal rasender Stier zu drücken. Und danach halt in sein Headbutt. Gut. Er geht in Stussy. Das müsste Toxiquack wieder sein. Ja, ist okay. Trockenheit, ja, ist alles okay. Kriegt halt KP wieder. So. Und jetzt drücken wir einfach seinen Kopfstoß. Wir sind schneller. Und er ist raus. Perfekt. Crit. Keine Ahnung, ob der gemeldet hat. Kann ich nicht sagen. Das ist gut. Und Tauros hat einen Kill. Und ist immer noch so gut wie voll. Also gut. Steht jetzt 5-5. Das ist perfekt. Jetzt kann er schon auf jeden Fall keine SD-Scheiße machen. Big Mom ist wahrscheinlich Voltren. Okay. Gut. Was werfen wir jetzt in den Vogel rein? Nämlich nichts. Das müssen wir eigentlich Dragoran reinwerfen. Und Dragoran kriegt halt mit Multischuppe nicht so viel Schaden. Dann geht er, wird Voltwechsel drücken, meiner Meinung nach. Und wird dann vielleicht Salamence reinholen. Und wir können dann wahrscheinlich in die Walnuss gehen. Aber die Walnuss ist noch wichtig, auf jeden Fall. Für Cherox. Ja, aber Tauros ist halt auch wichtig, vor allem für Chiyu jetzt noch. Und den Fisch kriege ich halt mit Dings noch besiegt. Soll er halt Volt switchen, ist nicht so schlimm. Er drückt sogar Orkan, das ist auch gut. Ist perfekt. Dadurch kriegen wir halt eine Switch Adva kriegen, hat er die Switch Advantage nicht. Jetzt müssen wir gucken, Orkan. Macht wie viel? Der Genite. Der Bubi-Drache. Und Kilowattrill, das war vielleicht einmal die Dien. Bin ich der Meinung. Range Sweeper, so. 50. Und wir haben 137. 137. Wenn wir jetzt plus 1 wären, würden wir den sogar rausnehmen. Das ist okay. Und wir würden jetzt sogar noch ein Hurricane, glaube ich, leben. Wir sind bei 77, er macht maximal 54%. Da drückst du auf Volt Switch. Oh, perfekt. Jetzt müssen wir bloß gucken, ob Scissor irgendwie was Dummes macht. Scissor, wegen Scissor müssen wir mal gucken. Wir sind auf jeden Fall plus 1. Shanks war Scissor, war? Genau. Scissor als Choice Band. Bullet Punch. Wir haben jetzt 82 KP. 46. Also wenn er Adamant Band ist, wenn wir den raus, wird er uns rausnehmen auf jeden Fall. Das ist doof. Rein theoretisch, er wird, denke ich mal, Bullet punchen, bin ich der Meinung. Aber Erdbeben macht ihn halt Two-Hit so. Aber, ne? Er hat Aero Ass auf jeden Fall. Und ich denke mal, er wird jetzt er Bullet Punch drücken. Dadurch geben wir ihm jetzt mal ein bisschen Chip. Er kann sich zum Glück nicht heilen, weil er keinen Roost mehr hat in Gen 9. Wenn er U-Turn soll er auch machen, ist mir egal. Und Patronenhieb, perfekt. Patronenhieb 54. 154, kriegt Bollenheim Schaden. Und rein theoretisch kann man jetzt Body pressen, bin ich der Meinung. Jo, da wir Body pressen. Body pressen ist okay. Und muss jetzt eigentlich ein Mon
Sacken wollte ich eigentlich eher sagen. Wenn ich sacken wir einen Mon, drücken Body Press, machen gut Schaden auf den Vogel. Ist ganz okay. Und jetzt müssen wir rein, theoretisch eigentlich. Was macht der Bademeister? Der Bademeister kann halt noch mit Aqua Jet gut clean, meiner Meinung nach. Wenn nicht sogar halt so was machen. Aber ich würde eher Dagoran leider opfern. Und danach. Sag mal, wie viel machen wir? Ich glaube, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, ne? 35. Kilowattrill, Rince Reaper, Level 50 und Floatzel. Der Bademeister macht mit Aquajet 40%. Aber oh, das ist leider nicht genug. Pokémon. Mach erstmal das. Cinderace ist der Einzige, der den weg rausnimmt, war. Mit Sucker Punch. Ja, Cinderace nimmt den halt eventuell, nimmt als einzigen raus. Gut, Donnerblitz soll er uns rausnehmen. Ist nicht so schlimm. Wir leben den sogar. Wenn ich jetzt ein Turbo-Tempo rauskriege. Weil er denkt, ich die wieder. Perfekt, das ist richtig gut. Jetzt können wir Aqua jetten. Jetzt können wir Aqua jetten. Das ist richtig gut. Jetzt können wir in Floatzel gehen und Aqua jetten. Richtig? Er hat keinen richtigen Switch mehr. Gehen jetzt in Floatzel und drücken Aqua Jet. So. Und was hat diese kommt? Dahingehend können rein theoretisch auch Scarf sein, aber wir sind definitiv Lob. Und der macht überall guten Schaden. Und Shanks kommt rein. Das ist okay. Soll er auch reinkommen? Wir sind eh schneller. Er kann höchstens nur Bullet Punch drücken. Und Bullet Punch nimmt uns nicht raus. Bin ich der Meinung. Scissor. Choice Band Level 50. Wir können halt einfach zur Not einfach Wellentackle drücken. Ist ja nicht so schlimm. Floatzel. Der Bademeister. Wellentackle. Ja. Ballert den raus. Genau. Und Bullet Punch macht uns nicht so viel. Nee. Da kann er. Gut. Wellentackle. Ja, perfekt. Der ist raus. Der Sheerox ist weg. Und. Floatzel. Und zwar ein bisschen Shit gefressen, aber ist halt nicht so schlimm. Jetzt ist es okay. Jetzt sind wir auf jeden Fall in einer meiner Meinung nach guten Position. Und das Jinbei war der Fisch, war? War der Fisch. Der könnte Scarf sein, tatsächlich. GU? Ich will mal gucken. Der ein Aquajet lebt, der lebt ein Aquajet tatsächlich. Und rein theoretisch, er ist zwar eigentlich, also wir sind eigentlich schneller, aber ich will das jetzt nicht eingehen. Und gehen in den Bullen rein. Sein einziges Play ist eigentlich meiner Meinung nach Dings wieder rauszuwechseln, aber der ist eigentlich in der Range von Tauros, glaube ich, weil Tauros haben wir auch nochmal Aquajet. Wir haben voll viele Prios, bin ich da. Das ist voll krass. Tauros. Er drückt Zeichen. Oh, der dicker Zeichen. Wusste ich gar nicht. Oi! Der ist aber Specs. Der ist definitiv Specs. Und dann drücken wir jetzt hier einfach einen Aquajet, lassen den sterben und drücken nochmal Aquajet. Mit Floatzel. Jo. Genau. Drücken Aquajet, dann ist er in der Range. Lassen jetzt den Bullen sterben. So. Zeichig. Und gehen jetzt wieder in Floatzel und drücken nochmal Aquajet. Perfekt. Ich hoffe, dass er auf seinem Drachen kein Scarf ist. Und drücken jetzt hier nochmal Aquajet. Genau. Weil Floats ist hier eigentlich an einem Punkt, wo er
nur noch clean kann. Und das ist ja das, was ich eigentlich witzigerweise wollte. Und da wäre halt wirklich Lycroc mitunter gefährlich geworden. Und Taos hat genau das, was es eigentlich machen sollte, gemacht. Es sollte halt einen Hit leben. Ich habe aber meiner Meinung nach nicht gewusst, dass das Ding Psychokinese kann. Ich dachte, der hat eigentlich nichts gegen Fightings. Ich dachte, der hat bloß Fire Moves und Dark Moves. Das ist das, was ich mir halt gedacht habe. Tatsache, der kann wirklich Psychic. Er wechselt raus in Arlong. Arlong war der Fisch. Der Fisch stirbt. Soll er halt sterben. So, Flauzel. Kriegt seinen weiteren Kill. Es ist egal, wie hoch ich gewinne. Ich will bloß gewinnen. Mir sind die Siege mehr recht als alles andere. Und ja, Entschuldigung, dass ich jetzt erstmal aufs Drikaido. Ach, ist der. Bedroher. Okay. Dann können rein durch Sucker Punch den revengen, bin ich der Meinung. Elements. Level 50. Und Steel ist drin. Und Cinderace. Oh, was ist denn das jetzt? Scheiße. Ja, wir gehen jetzt in den. Irgendwie hat sich gerade meine Maus gedacht, ich mach mal, was ich will. Und jetzt hat er den Tab entschlossen. Die Walnuss kommt rein. Wenn er jetzt Flammenwurf drückt, soll er machen, ist mir egal. Er drückt sogar. Er ist speziell. Das ist ein spezielles Set. Okay, verstehe. Drücken jetzt einfach nur Body Press. Ja, drückt Body Press. Der kann jetzt hier ruhig sterben, meiner Meinung nach. Ist nicht so schlimm. Drückt Terra Ausbruch. Ist okay. Aber warte mal, er hat Moves gewechselt. Ist perfekt. Er hat Moves gewechselt. Kann ich ja eigentlich in Flozel gehen. Jo. Ich habe die Moves gesehen, dass er gewechselt hat. Von Orkan zu Dings, also ist er kein Scarf. Elements. Okay, Dragon Dance. Zack. 30 haben wir noch. Ja. Brauchen einfach nur noch in Flow zu gehen und holen uns einfach nur noch die Kills. Elements hat einen Kill gemacht, auf jeden Fall. Und jetzt. Warte mal, reicht der Wellentackle? Rave Crash reicht aus. Dann drücken wir lieber Rave Crash. Er stirbt jetzt. Big Mom. Der hat nicht mehr 4 Leben, das ist okay. Ist okay. Floatzel. Hat sich den nächsten Kill. Und haben sehr viel HP verloren. Wir versuchen jetzt eigentlich nur noch mit Floatzel alles zu machen. So, minus 1. Kaido kommt rein, minus 1. Wird der eventuell noch reichen? Wenn er halt nicht HP invested ist oder so. Aber sonst sollten wir eigentlich gewonnen haben, wenn wir halt die Dings hätten. Weil Chiyu ist jetzt auch nicht mehr voll. Und Fußkick. Ich denke mal, er ist eine Anti. Kampfbeere. Rave Crash. Der hat auf jeden Fall. Eigentlich sollte der Wellentackle reichen, meiner Meinung nach. Und wir sollten das noch leben. Und ja, der reicht. Und wir sollten jetzt eigentlich noch durch die ganzen Chips sollten wir alles noch leben. Bin ich der Meinung. Genau. 18, genau. So haben wir es eventuell 1-0 gewonnen.
ist okay. Chiyu ist nur noch drin, der stirbt an einem Aquajet und wir haben 1-0 gewonnen und das ist perfekt. So wollte ich das doch haben. Und ja. Wasserdüse. Und dann hat Floats ein paar Kills gemacht. Perfekt. Was? Okay. Der muss ja irgendwie defensiv sein. Ja, dann drücken wir jetzt einfach nur Sucker Punch. Zur Not, falls er doch Starf ist. Oder wir können ja kalken. Ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Bin ja rein theoretisch. Ach, müssen wir hier gucken. Nein, ist der falsche. Hier mal Chiyu. Und Cinderace. So. 50, 30 haben wir noch. Dark Pulse wird uns sogar nicht rausnehmen. Aber rein theoretisch will ich es halt nicht eingehen. Auf den Flinch. Ne? Ich will halt kein Flinch eingehen, deswegen drücke ich einfach Sucker Punch. Der sollte ja reichen. Weil er ist ja recht tot. Und. Und das sollte funktionieren. Perfekt. Haben gewonnen. Kriegt halt Lieberlo auch noch seinen ersten Kill. Machst du nichts und haben 1-0 gewonnen und stehen jetzt 2-0. Ja, wir haben den zweiten Kampf gewonnen. Zwar komplettes Pardon zu den ersten. Also, wobei Pardon wäre, hätte ich 6-0 verloren, aber 1-0 gewonnen. Perfekt. Ich bin zufrieden. Oh, der war echt schlimm. Ich fand sogar erst mit unter einer der stärkeren Gegner in unserer Gruppe. Und ja. Ah, oh, ich bin zufrieden. Ich bin richtig zufrieden. Ach Gott. Na denn. Nichtsdestotrotz, haut da rein und wir sehen uns nächste Woche. Ciao.